Jo Leute, was geht ab? KillerD ist wieder am Start und willkommen hier zurück zu einem neuen Video. In diesem Video beschäftigen wir uns wieder mit dem EDIS-2 Map Editor und zwar mit der Bedienung, sodass ihr ein allgemeines Grundverständnis aufbaut, damit ihr gut losmappen könnt. Fangen wir gleich mal an. Hier links das Icon bedeutet New Map, also neue Map. Was ihr hier seht, ist schon eine neue Map und zwar jedes Mal, wenn ihr den Editor öffnet, dann wird eine Standardkarte, also eine leere Karte, angezeigt. Sprich, wenn wir hier draufklicken, passiert nichts Neues, weil hier keine Straßen, keine Flächen und so weiter sind. Das nächste ist Load Map. Da öffnet sich auch dieses Fenster. Die alte Map, die wir gemacht haben, wo wir diese eine Straße gesetzt haben, die habe ich gelöscht. Ansonsten könnten wir die hier per MBD-Datei öffnen. Also hier einfach Doppelklick auf den Namen, der hier steht. Oder einen Klick drauf und dann auf Open. Dann öffnet sich die Map. Dementsprechend kann man natürlich auch eine Map speichern, indem man auf Save Map drückt. Kommen wir dann zum nächsten Tool, und zwar Export Map. Mit Export Map können wir das, was wir gerade gebaut haben, also hier zum Beispiel das Item Type All, wozu wir später noch kommen, was die Item Types eigentlich sind, können wir die alle exportieren, also alles, was in dieser Map ist. Wir können aber auch nur sagen, dass die Schilder auf dieser Map, die wir gerade gebaut haben, exportiert werden sollen. Die SPD-Datei ist dafür da, dass wir diese Sachen dann später, was ich euch gleich noch zeige, wieder so einfach importieren können. Wenn wir das hier also dann speichern wollen, dann müssen wir hier auf diese Sachen klicken und dann hier einen Namen wie zum Beispiel test.spd wählen und dann auf Save drücken. Da ich aber schon eins habe und das auch schon in den Mod-Ordner verschoben habe, kann ich jetzt hier auf Import Map drücken, dann test.spd anklicken und dann habe ich hier dieses Kreuz, dieses Fadenkreuz, und wenn ich das jetzt hier in die Mitte mal setze, dann erstellt sich die Map, die wir gleich in dem Tutorial auch weiter durchnehmen. Ich hatte nämlich am Anfang des Tutorials noch gar keine Ahnung, was das hier macht. Da ich aber die Map nicht speichern konnte, weil ich so schlau war und den Map-Ordner vergessen habe zu erstellen, habe ich dieses Tool mal kennengelernt, weil ich konnte die Map nicht speichern, ich konnte aber sie exportieren und konnte sie dementsprechend das Ergebnis jetzt wieder rein importieren. Ja, dafür ist es da. Man kann halt Maps in andere Maps importieren. Das nächste ist Run Map. Run Map ist etwas, wofür ich jetzt erstmal ein bisschen aushole. Und zwar, Run Map lässt euch eure Map testen. Jetzt fragt man sich vielleicht, ja, wieso muss ich erst den Editor öffnen, um dann hier rauf zu klicken, um die Map dann zu testen? Wieso mache ich mir nicht einfach ein Profil und befahre die Map dort? Das hat ganz einfache Gründe. Und zwar, um eine Map per Profil ganz normal also befahren zu können, müsst ihr mindestens eine Garage haben, damit ihr einen Garagenplatz auswählen könnt in einer bestimmten Stadt, wie man das immer am Anfang eines Profils macht. Und ihr müsst Aufträge haben, also dementsprechend Händler. Und wenn ihr also zu wenig Händler habt oder Händler, die sich nicht gegenseitig beliefern, die nicht die Ware haben, die die anderen annehmen, dann können keine Aufträge erstellt werden. Dementsprechend kann der erste Auftrag, der immer auftaucht, bei einem neuen Profil nicht erstellt werden. Und ihr könnt keine weiteren Aufträge suchen, was halt dazu führt, dass das Spiel crashen wird auf jeden Fall. Falls ihr also mal eine Map testen wollt, ohne alles schon zu definieren oder sicherzustellen, dass alles so läuft, dass man die Map per Profil starten kann, könnt ihr einfach Run Map drücken. Dort werdet ihr an dem Platz gespawnt, der dieses weiße Auto hier darstellt. Also dieses weiße Auto hier ist euer Spawnpunkt. Und dann könnt ihr dort einfach herumfahren, habt auch ein bisschen Geld, damit ihr euch theoretisch reparieren könnt. Und damit kann man super seine Map testen. Kommen wir zum nächsten. Das nächste ist New Item. New Item hat auch einen Shortcut und zwar E. Über E auf der Tastatur kann man das hier einfach auch aufrufen. Wenn wir E drücken oder hier drauf drücken, kommt dieses Fenster hier. Hier können wir einige Sachen einstellen und zwar was für ein Weg es sein soll. Und was hier rechts und links für ein Terrain, also für eine Fläche, dort sein soll. Das sind Basic Settings. Später kommen noch deutlich mehr hinzu, wenn ihr die Straßen anpasst. Aber damit man erstmal eine grobe Straße hier bauen kann, gibt es dieses Fenster. So, bei dem Plus gibt es aber noch eine kleine Besonderheit. Und zwar je nachdem, was für Items ihr habt, wird dieses Plus sich anders verhalten. Dieses Plus hier bezieht sich nämlich auf das Item-Type hier rechts. Hier steht Road. Und wenn wir hier draufklicken, seht ihr, hier gibt es eine Menge anderer Sachen, die wir setzen können. Roads sind dementsprechend natürlich die Straßen.
Und ich erkläre euch jetzt einfach mal die gängigsten und die meistbenutzten Dinge. Fangen wir von oben an. Bezier Patch. Bezier Patch ist zum Ausfüllen von Flächen da. Also ihr könnt damit theoretisch gesehen ja alle möglichen leeren Flächen ausfüllen, die ihr wollt. Man kann damit theoretisch gesehen auch kleine Landschaften erstellen, ist aber eher schwieriger. Und besonders früher wurde es halt zum Ausfüllen von leeren Flächen benutzt. Heutzutage gibt es da schon deutlich bessere Möglichkeiten, beziehungsweise die Varianten, die man nutzen kann, um Flächen auszufüllen, ist gewachsen. Deswegen wird Bezier Patch nicht mehr so häufig benutzt, aber ist immer noch ein sehr hilfreiches und cooles Tool, mit dem wir uns später übrigens auch noch beschäftigen werden. Buildings. Buildings sind alles Mögliche, was man per Linien zieht. Also Zäune, Pflanzen wie Bäume oder Büsche, die man auch in der Linie zieht. Buildings sind auch noch andere Sachen wie zum Beispiel Panorama-Dinge, können das auch noch darstellen. Die findet man dort auch. Und alles Mögliche, was man halt in einer Linie zieht, wird dementsprechend auch super häufig benutzt. Dann gibt es noch Curve. Curve ist eine Art Weiterführung von Buildings. Bei Buildings hat man nämlich eigentlich keine Auswahl, wie das eigentlich am Ende aussehen soll. Da benutzt man das, was man halt zur Verfügung hat. Und bei Curve ist es so, wenn man die Dinge gesetzt hat, sagen wir mal einen Zaun, dann kann man sagen, ja, ich möchte am Anfang des Zauns aber bitte kein Gitter irgendwie haben, das in den Boden geht, sondern ich möchte es da einfach frei haben, falls das irgendwie in eine Wand geht. Oder man möchte sagen, ja, hier in der Mitte soll der Zaun kaputt sein oder der Zaun soll eine andere Farbe haben. Und da kann man mit Curve sehr viel mehr Sachen einstellen, da es ein neues Tool ist, das seit erst ein paar Versionen existiert, ist dementsprechend für schöne Maps, falls man irgendwas detailliert haben will, super hilfreich. Das Problem, weil es so neu ist, gibt es erst eine Handvoll Dinge, die man setzen kann an Büschen, Bäumen, Barrieren und sowas. Dementsprechend, falls ihr irgendwas suchen wollt unter Buildings, guckt erstmal bei Curve. Wenn es bei Curve nicht zu finden ist, guckt bei Buildings. Das nächste wäre dann Model. Models sind alle möglichen Objekte, die ihr auf der Map platzieren könnt. Sprich, das sind Busse, Autos, LKWs, das sind aber genauso Häuser. Mülleimer würde man auch vermuten. Hierbei gibt es aber noch eine kleine Sache, die man einfach herausfinden muss. Und zwar, Model deckt zwar alle möglichen Objekte normalerweise ab, jedoch gibt es einige Sachen wie Fahrräder und Mülleimer, die nicht unter Model, sondern unter Sign, also Schilder, zu finden sind. Wieso das so ist, weiß ich nicht, aber wenn man mit der Zeit mal ein bisschen reinkommt, mal ein bisschen Sachen sucht, dann wird man merken, einige Sachen findet man bei Sign, einige Sachen findet man bei Model. Da bekommt man einfach so ein Gefühl für. Wieso das so ist, weiß ich wie gesagt nicht. Die meisten Objekte findet man aber wie gesagt unter Model. Mover sind dann eine Art animierte Version von Models, bieten die Möglichkeit, dass man Objekte, die animiert sind, auch noch verschieben kann, also dass sie einen bestimmten Weg folgen, sodass man zum Beispiel Fußgänger oder Fahrräder erstellen kann, die dann auf der Map herumfahren. Fußgänger, Fahrräder oder Polizisten, aber auch Windräder und Kühe sind alle beim Mover drin. Dann kommen wir zum nächsten, Prefab. Prefabs sind eine Art Erweiterung von den Straßen, und zwar kann man mit Straßen halt einfach nur Straßen bauen, und mit Prefabs kann man dann halt Kreuzungen hinzufügen, die man an die Straßen anknüpft. Genauso kann man alle möglichen interaktiven Dinge wie zum Beispiel Firmenplätze hinzufügen, genauso auch Werkstätten oder Händler und so alles Mögliche, was halt nicht eine normale Straße kann, wird mit Prefab dargestellt. Ist also dementsprechend extrem wichtig, weil man sich da auf dem Platz halt mit dem Truck befindet. Dementsprechend natürlich extrem wichtig sind auch die Straßen, weil man sich dort auch mit dem Truck drauf befindet. Haben wir auch gerade offen, kann man sehr viele Sachen mit einstellen. Und da werden wir uns auf jeden Fall auch noch mit beschäftigen. Signs sind Schilder. Schilder, ja, sind halt wie gesagt Schilder, also da kann man alle möglichen Schilder mit haben. Welche, die man selber mit beschriften kann, also irgendwelche Wegweiser. Es gibt aber auch die ganz normalen Schilder wie, ja, Vorfahrt gewähren, 60, Parken verboten, ne, alles Mögliche. Und wie gesagt, mit ein paar Ausnahmen gibt es auch noch Mülleimer einzelne. Und Fahrräder. Das nächste, was auch noch relativ oft benutzt wird, ist Terrain. Terrain
Das ist eine Art Fläche, die man halt benutzen kann, um Sachen auszufüllen. Man kann sie aber auch benutzen, um Landschaften zu erstellen. Und Terrains sind übrigens an Roads immer mit dran. Also an einer Straße ist immer links und rechts ein Terrain mit dran, das man halt dementsprechend auch wie ein Terrain bearbeiten kann. Das heißt, man kann da drauf Bäume platzieren, man kann die Art und Weise, wie das Terrain aussieht, ändern. Ja, das nur als kleine Info. Das wären eigentlich schon die Sachen, die man häufig benutzt. Natürlich benutzt man auch City, um Städte zu erstellen, ist natürlich essentiell. Eine Map ohne Stadt wäre ja auch irgendwie nicht eine richtige Map. Und all die anderen Sachen gehen wir bestimmt noch durch, aber jetzt im ersten Moment, damit es nicht zu unübersichtlich wird. Und falls ihr übrigens Fragen habt, gerne in die Kommentare, falls irgendwas unverständlich war, werden wir uns jetzt erstmal der Einfachheit nicht mit den anderen Sachen beschäftigen. So, wenn wir also dieses Plus gedrückt haben und Road, also eine Straße, ausgewählt haben, kommt dieses Fenster und jetzt gibt es halt eine Besonderheit. Verschiedene Dinge wie Häuser, die zieht man natürlich nicht in der Linie. Ein Haus ist ein Haus oder ein Objekt wie ein Fahrrad ist ein Fahrrad, das platziert man natürlich nur einmal. Muss man also dementsprechend einfach nur einen Linksklick machen auf die Karte und dann wird es platziert. Bei Straßen ist es natürlich so, man muss wissen, von wo bis wo geht die Straße. Und genauso ist es natürlich bei Buildings oder Curves. Man muss ja wissen, von wo bis wo geht der Zaun. Dementsprechend muss man zwei Klicks machen. Also wir gehen hier unten, machen wir einen Linksklick, dann erstellt sich diese Linie hier. Und dann macht ihr hier vorne einfach zum Beispiel nochmal einen Linksklick und dann erstellt sich diese Straße. Wie ihr seht, der Pfeil ist hier gleich wieder dran. Wir können hier einfach auch schon die nächste Straße machen, hier und hier. So, wenn wir aus diesem Fenster rauskommen wollen, drücken wir einfach Escape und dann haben wir halt diese Straßen hier. Gleichzeitig erstellen wir einfach auch mal ein Model, das wir dann später auch noch bearbeiten. Also auf Model plus, dann öffnet sich ein neues Fenster und zwar haben die verschiedenen Item-Types natürlich auch verschiedene Fenster, weil sie verschiedene Optionen beinhalten. So kann man hier zum Beispiel schon gleich einstellen, was für eine Farbe das haben soll oder was für eine Variante es sein soll. So, dann platzieren wir dieses Haus einfach mal hier und noch ein Haus hier. Einfach mit einem Klick und schon ist es erstellt. Drücken wir wieder Escape, dann schließt sich das Fenster und kommen wir zum nächsten Button und zwar Move Item. Move Item ist dafür da, dass ihr Sachen verschieben könnt. In der Höhe, nach links, nach rechts, nach vorne, nach hinten. Um das besser darzustellen und um auch andere Dinge zu erklären, hier in die ganzen anderen Buttons, werde ich die Ansicht wechseln und zwar sind wir jetzt gerade hier bei Kamera in der oberen Ansicht. Wir sehen alles von oben herab. Das ist natürlich nicht so praktisch, wenn wir ins Detail gehen wollen und Sachen wirklich dicht nebeneinander platzieren wollen und gucken wollen, schweben die Sachen eigentlich. Dementsprechend gehe ich sehr oft in die Free Camera, die wir auch mit C aufrufen können. Und wenn wir hier drin sind, können wir uns mit WASD bewegen und umgucken mit der Maus. Falls ihr irgendwie mal irgendwie aus Versehen Rechtsklick, Linksklick gemacht habt und dann hier seid und euch nicht bewegen könnt, das liegt daran, dass man normalerweise die Kamera immer mit einem Rechtsklick steuert, also Rechtsklick gedrückt halten, WASD, dann könnt ihr euch hier bewegen. Das gleiche gilt übrigens auch für die andere Ansicht, die Top Camera. Hier bewegen wir uns mit Rechtsklick und gedrückt halten und dann können wir uns hier herum bewegen. Wir können übrigens heranzoomen oder herauszoomen, indem wir das Mausrad nach vorne drehen oder nach hinten drehen. Dann zoomen wir ran oder heraus. Bei der Freecam zoomen wir natürlich nicht heran oder heraus, weil wir uns hier so bewegen können, sondern wir ändern die Geschwindigkeit. Wenn wir also mal die Konsole öffnen, und zwar über der Tabulator-Taste, unter der Escape-Taste und links neben der 1, dieser Pfeil nach oben, dann können wir hier einmal runterscrollen. So, wie ihr seht, wir haben eine Menge Fehler. Das ist wahrscheinlich, weil dieses Objekt relativ alt ist und dementsprechend kommen da ein paar Fehler. SCS ist selber nicht fehlerbefreit. Mit jedem Update kommt man immer mal wieder auf einige Fehler und das ist an sich soweit nicht schlimm, sobald es nicht abstürzt und so weiter. Man sollte natürlich gucken, dass man am besten Objekte benutzt, die keine Fehler produzieren. Und wenn man sich die einfach mal anguckt, scheinbar fehlt eine Definition für das Aussehen des Hauses. Das können wir später noch versuchen zu beheben. Vielleicht ist es einfach nur was Einfaches mit Umstellen auf den normalen Modus, weil dieses Objekt hier, wie man sieht, ist sehr, sehr alt. Darum kümmern wir uns noch gleich.
Was ich euch aber zeigen wollte ist, wenn wir diese Konsole hier aufhaben und hier einfach mal sie wieder schließen und dann Rechtsklick gedrückt halten und ein bisschen herumfliegen, dann können wir jetzt das Mausrad drehen. Und wenn wir jetzt das Mausrad sehr weit nach unten drehen, dann seht ihr, oh, wir sind sehr, sehr langsam. Wenn wir es weiter nach oben drehen, dann sind wir schon schneller. Wenn wir wieder in die Konsole gehen, sehen wir, Flyspeed ist höher gesetzt oder niedriger gesetzt. Dann können wir das hier noch immer sehen, dass sich das auch in der Konsole ändert und wir sehen, wie schnell wir gerade sind. Falls ihr das deutlich schneller haben wollt oder deutlich langsamer, dann können wir entweder beim Fliegen einfach hier gedrückt halten, um schneller zu werden. Also die Shift-Taste gedrückt halten zum schneller fliegen oder Shift-Taste gedrückt halten und das Mausrad bewegen, dann werden wir deutlich langsamer oder deutlich schneller. Wie man hier gesehen hat, sind wir auf einmal bei 200 gewesen und hier von 100 gleich auf 1, wenn man diese großen Sprünge macht, wenn man Shift gedrückt hält und das Mausrad bewegt. So, jetzt sind wir bei einem ganz normalen Speed, mit dem kann man arbeiten. Also gehen wir mal zu dem Button, mit dem wir uns eigentlich beschäftigen wollten. Move Item. Klicken wir also mal auf das untere hier, auf das rote. Und dann erschafft sich hier diese drei Pfeile. Und mit diesen drei Pfeilen können wir jetzt halt das nach vorne verschieben, die Straße, nach oben oder zur Seite. Noch eine kleine Anmerkung. Und zwar seht ihr ja, hier sind alle möglichen grünen und roten Knöpfe sowie blaue. Das liegt daran, dass verschiedene Item-Types, also wie zum Beispiel Model, zum Beispiel einen blauen eckigen Button haben und Straßen haben einen runden roten. Buildings haben zum Beispiel, wenn wir jetzt einfach mal ein Building hier auf die Map platzieren, also wieder auf Plus, Item-Type Building, dann... Gehen wir mal lieber in die Top-Camera, weil da werde ich später noch auf ein Problem stoßen, das werdet ihr dann noch sehen. Gehen wir mal wieder in die Freecam. Genau, das schwebt ja jetzt nämlich noch. Das werden wir aber noch beheben. Und zwar gehen wir auf Move Item, wählen das hier an. Man kann nämlich Sachen auch auswählen, indem man lange gedrückt hält und dann hier einfach diesen Auswahl trifft, indem man hier zieht. Dann können wir alle möglichen Sachen nach unten verschieben, bis sie im Boden sind. Wir können aber genauso auch STRG, also Steuerung, gedrückt halten. Und dann hier alle Sachen einzeln anwählen und verschieben. Wollen wir eine Sache nicht mehr anwählen, können wir das natürlich auch abwählen mit STRG. Und dann können wir diese Sachen einzeln verschieben. So. Ich weiß, ich gehe sehr viel in alle möglichen Richtungen von Details und wie alles Mögliche miteinander zusammenhängt. Ich hoffe, das verwirrt euch nicht sehr. Das wird wahrscheinlich eins der komplizierteren Tutorials. Nur mal, weil ich hier das Grundverständnis euch gut beibringen will, damit ihr zwar viel Input habt, aber auch viel aus diesem Video rausnehmt. Also, wir haben das jetzt hier unten hin verschoben. Man kann aber noch einen kleinen Trick anwenden, wie man die Sachen gleich unten auf dem Boden hat. Dazu kommen wir aber später. Also, verschieben können wir Sachen mit Move Item. Wir waren ja vorhin stehen geblieben, dass die Sachen hier verschiedene Punkte oder Dreiecke hier zum Beispiel haben und was auch noch auffällt, die sind blau, aber die hier sind, also die Straße ist rot und hat gleichzeitig auch noch einen grünen Punkt. Genauso ist es hier, das ist ein roter und das ist ein grüner Punkt. Und das gibt es auch noch bei den Prefabs und bei Curves auch. Bestimmte Sachen, die man in die Länge zieht, also Straßen, wo man sagt, ja, die soll so lang sein, oder bei Buildings, ja, der Zaun soll so und so lang sein. Die haben immer einen roten und einen grünen Punkt. Das liegt einfach daran, dass man an dem roten Punkt immer festlegt, wo dieses Item beginnt und bei dem grünen, wo es aufhört. Der grüne Punkt wird jeweils natürlich verschwinden, wenn man den grünen Punkt mit einem anderen roten Punkt verbindet. Die Sache ist nämlich, rote Punkte lassen sich nicht mit roten Punkten verbinden, genauso lassen sich nicht grüne Punkte mit grünen Punkten verbinden. Normalerweise sollte man es immer so machen, einen grüner Punkt und ein roter Punkt zusammenbinden, dann sind die wirklich miteinander verbunden, auch für das Spiel und dementsprechend beeinflussen sie sich gegenseitig. Weil, wenn wir das jetzt hier verschieben, seht ihr, die Sachen hier verschieben sich mit. Oder wenn wir hier zur Straße gehen und das hier anwählen, dann seht ihr, die Verbindungen drehen sich alle gleichzeitig mit, wenn wir die hier verschieben.
Das können wir auch noch verhindern, aber dadurch ist auch sichergestellt, dass die Autos den Weg finden und wissen, wo sie langfahren müssen. Und auch bei Buildings, dass sie zum Beispiel eine Kurve machen, je nachdem, was für ein Building wir haben. Also, wir merken uns, immer Rot mit Grün verbinden, niemals Rot mit Rot und niemals Grün mit Grün verbinden. Und immer, wenn wir den Anfang suchen, immer das Rote anwählen und wir sehen dann auch blau markiert, was wir ausgewählt haben. Dann können wir auch immer sicher gehen, dass wir das Richtige haben, was wir verändern wollen. Dann kommen wir mal zu dem nächsten Item, und zwar Scale Item. Wenn wir jetzt hier hingehen, hier auf das Modell klicken, dann können wir das Haus kleiner machen und schmaler. Und dann haben wir hier dieses kleine Haus. Also es ist einfach ein kleines Tool zum Skalieren der jeweiligen Dinge. Natürlich geht das nicht mit der Straße, weil eine Straße einfach einen festgelegten Wert hat. Da kann man nicht einfach die Skalierung verändern. Sagen wir aber, ja, uns gefällt das Haus aber gar nicht mehr so, das sieht jetzt irgendwie doof aus, dann können wir es auch einfach wieder löschen, und zwar mit Delete Item hier oben. Dann machen wir einfach hier einen Linksklick drauf und es ist gelöscht. Wenn wir jetzt aber sagen, ach nee, ich will es doch nicht gelöscht haben, dann drücken wir einfach STRG und Z und es ist wieder da. Und sagen wir, ja, wir wollen aber auch die Skalierung rückgängig machen und das einfach relativ einfach, ohne jetzt in irgendwelche anderen Optionen zu gehen. Dann drücken wir wieder STRG Z, so lange, bis es wieder in der Normalform dort steht. Also STRG Z, müssen wir uns merken, ist fürs Rückgängigmachen von Einstellungen, was natürlich super hilfreich ist. So, kommen wir dann schon zum nächsten Item, und zwar Item Properties. Wenn wir jetzt hier mal auf das Modell gehen und Linksklick drücken, dann öffnet sich dieses Fenster. Hier haben wir eine Menge neuer Einstellungen, zum Beispiel die View Distance, also wie weit man die Objekte sehen kann. Irgendwann verschwinden die Items nämlich hierbei bei 400, wir können das auch auf 120 stellen. Wenn wir dann mal ein bisschen rauszoomen, sehen wir, bup, es verschwindet einfach. Das ist natürlich dafür da, dass wir eine bessere Performance hervorrufen, weil wenn man Sachen nicht sieht, dann müssen sie auch nicht erstellt werden, gerendert werden. Das kann man hiermit anpassen, oder wenn Sachen sehr weit sichtbar sein sollen, dann kann man die natürlich auch auf 1400, 950 oder sonstiges stellen. Man kann hier aber auch einfach einen eigenen Wert, wie zum Beispiel 500 eingeben, dann auf OK drücken und dann wird es gespeichert. Ihr könnt hier auch Look eingeben, zum Beispiel Default, und dann auf OK, und dann wird der Default Look hier ausgewählt. Wie ihr seht, da rechts gab es noch ein Fenster, Additional Parts. Das ist bei neueren Objekten so, dass man Satellitenschüssel, Vorhänge etc. noch hinzufügen kann. Da es aber ein relativ altes Modell ist, geht dies hier nicht. Kommen wir dann zum nächsten, Node Properties. Das ist an sich das gleiche, nur dass das Fenster ein bisschen anders aussieht und man andere Einstellungen hat. Und zwar die Position, die Ausrichtung und die Drehung. Dementsprechend können wir jetzt hier natürlich sagen, ja, das soll einfach so gekippt sein. Das kann man hier einzeln einstellen. Und wir sehen hier Free Rotation. Free Rotation habe ich nämlich vorhin schon angeteasert. Wenn wir auf eine Straße hier zum Beispiel gehen, wie diese hier, dann Free Rotation anmachen, dann können wir die Straße verändern, ohne dass sie von den anderen hier beeinflusst wird. Also wir haben das jetzt hier festgelegt. Das soll sich nach 5 drehen. Und wenn wir jetzt diese Straße hier vorne mit Move Item bewegen, dann seht ihr, diese Straße hier, dieser Straßenteil, beziehungsweise dieser hier wird nicht mehr beeinflusst. Nämlich der Anfang der Straße, der hier vorne, bleibt immer starr. Und da der immer starr bleibt, verändert sich diese Straße hier hinten auch nicht mehr. Dementsprechend können wir die hier einfach herumziehen, wie wir wollen. Das nächste ist Place Start. Place Start ist dafür da, dass wir den Spawn einfach woanders hin tun können. Wie ihr seht, das Auto ist gerade nach hinten geflogen und eigentlich wollte ich das später besprechen, aber wenn das schon so gut demonstriert ist, dann machen wir es einfach jetzt. Bei den Sachen, die wir platziert haben, wie zum Beispiel das Building hier oder die Modelle, da ist es in der freien Kamera immer so, dass es Probleme gibt, wenn wir nicht Snap to Ground anmachen. Und zwar macht Snap to Ground, dass die jeweiligen Items sich immer auf dem Boden befinden, wenn wir sie platzieren.
Also auch wenn wir sie verschieben, wenn wir sie platzieren, dann werden sie sich immer auf dem Boden befinden. Wenn wir jetzt also nochmal das Auto hier hinten platzieren, dann bleibt es jetzt auch am Boden, auch in der freien Kamera. Weil ansonsten hat man mit der freien Kamera meistens Probleme, Sachen zu platzieren, wenn Snap to Ground nicht an ist, weswegen ich das immer anhabe. Wenn wir schon gleich dabei sind, man hat hier natürlich noch Snap to Nodes, Snap to Vertex und Snap to Grid. Snap to Grid macht zum Beispiel, dass man, wenn man das anhat, diese Kästchen, dass man dementsprechend die Sachen platziert. Das werde ich euch einmal kurz zeigen, wenn ich in die Top Camera gehe und dann hier oben bei View Grid anmache, dann seht ihr, hier sind ganz viele Felder. Und wenn wir jetzt bei Grid statt 10 cm mal 5 m machen, dann sind die hier deutlich größer, mit deutlich größerem Abstand. Wenn wir jetzt mal auf Move Item gehen, dann können wir das hier verschieben und es wird sich, wenn wir es natürlich aktivieren, an den jeweiligen Kästchen festhaken. Ne? Damit kann man natürlich besser mappen, falls man irgendwie detailgetreu mappen will oder falls man in einem bestimmten Bereich nur mappen will und den unbedingt einhalten will, dann kann man Snap to Ground anmachen, um die Sachen so zu verschieben, dass sie nur in diesem Grid, in diesen Kästchen drin sind. Das mache ich aber mal wieder aus und bei View wähle ich das hier auch wieder ab, weil ich das normalerweise nicht benutze und nicht brauche. Eine Sache, die ich vergessen habe zu sagen, ist, bei Item Properties ist es so, wenn wir zum Beispiel eine Straße anwählen, dann ist hier natürlich ein ganz anderes Fenster. Also hier sieht man, man hat sehr viel mehr Einstellungen. Bei Prefabs könnte es sogar noch deutlich mehr werden. Und das liegt daran, dass man hier zum Beispiel ein Terrain mit dran hat. Dementsprechend gibt es hier Terrain-Einstellmöglichkeiten. Man hat aber auch noch die Straße, die man hier zum Beispiel durch Model noch anpassen kann. Und hier oben gibt es Straßeneinstellungen. Hier gibt es Einstellungen wie View Distance, die wir auch bei allen anderen Objekten finden. Dann gibt es aber noch andere Einstellungen wie High Poly Road. High Poly Road macht es, sie besser berechnet wird, sage ich mal. Man hat eine Kurve dann nicht eckig, sondern man hat dann eine Kurve wirklich rund, weil es mehr Punkte berechnet, an denen dann die Straße sich verschiebt. Ich weiß jetzt nicht, wie ich das richtig beschreiben soll. Auf jeden Fall High Poly Road kann man immer anmachen oder sollte man immer anmachen, wenn der Spieler die Straße befährt, damit die Sachen nicht einfach abgekantet und eckig sind. Hier gibt es natürlich noch alle möglichen anderen Einstellungen, mit denen wir uns mal beschäftigen. Das ist jetzt aber erstmal zu viel. Kommen wir zum nächsten Item. Das ist Rotate X, Rotate Y und Rotate Z. Die wählen wir alle mit dem Shortcut R an. Und zwar, wenn wir in die Vogelperspektive mal kurz gehen und dann die Straße anwählen, die wir mit Free Rotation ja auch schon markiert haben, dann können wir diese jetzt hier, wenn wir draufklicken, an diesen Achsen hier einfach verschieben. Also, dass sie sich neigt, dass sie sich in eine andere Richtung guckt. Und dementsprechend kann man hier eine sehr interessante Straße erstellen. Man kann aber auch einfach, ohne da einmal drauf zu klicken, einfach gedrückt halten und die Straße dementsprechend verschieben. Das geht auch. Dementsprechend haben diese unterschiedlichen Rotate-Options natürlich auch einen anderen Sinn, dass man einfach nur klickt und die verschiebt. Jedoch mag ich es lieber, wenn man einmal draufklickt und nicht gedrückt hält und verschiebt, sondern wenn man einmal klickt und dann das hier dran verschiebt, weil ich finde, das ist deutlich komfortabler und man kann deutlich genauer die Sachen verschieben. Aber dementsprechend gibt es halt die drei Auswahlmöglichkeiten, falls man nicht erst klicken will und das hier dran verschieben will, sondern sofort einfach hier so verschieben möchte, mit gedrückt halten. Kommen wir zum nächsten Item, das ist Brush. Brush können wir auch über B aufrufen und wie ihr seht, wir können hiermit Felder auswählen auf dem Terrain, das neben der Straße ist, und können das Material dementsprechend verändern. Was hier auch auffällt, hier vorne sind relativ kurze Abstände und hier hinten sind die Abstände, die markierten Flächen, sehr, sehr groß. Das liegt daran, dass halt vorne an der Straße die Sachen natürlich auffallen. Wenn da kleine Veränderungen sind, dann kann man hier schöne Details hinzufügen. Das fällt auf. Aber wenn man weiter hinten Sachen hinzufügt, wie Details, dann fällt das halt nicht so auf, weil Details kann man in der Ferne meist nicht richtig gut sehen. Dementsprechend sind die hier hinten sehr, sehr groß, die Abstände. Also, wenn wir das mal kurz verändern wollen, wir gehen hier einfach mal auf Asphalt, machen dort Doppelklick drauf
Und dann können wir hier einfach mal draufklicken. So, wie ihr seht, können wir jetzt hier einen Asphaltweg hinzufügen zwischen diesen zwei Häusern. Wenn wir jetzt aber sagen, ja, das gefällt mir nicht so gut, das sollte eckig sein. Und wir wollen hier rechts jetzt noch weiteren Asphalt hinzufügen. Dann, weil das hier keinen Übergang haben soll, drücken wir Alt. Das ist neben dem Windows-Key. Und wenn wir dann hier Alt gedrückt halten und klicken, dann seht ihr, machen wir keinen Übergang mehr. Was übrigens auch noch anzumerken ist, hier wird so oder so kein Übergang zu der rechten Seite erstellt, weil hier ein neues Terrain anfängt. Und bei einem neuen Terrain wird automatisch kein Übergang definiert oder erstellt, sondern das ist immer so abgehakt. Falls ihr hier rechts also einen Übergang wieder haben wollt, müsstet ihr hier dann nochmal draufklicken. Weil ansonsten, wie man hier sieht, ist hier ein abgehackter Übergang, weil das ein neues Terrain, wie gesagt, ist. Wenn wir jetzt hier rechts das auch eckig haben wollen, aber wir sagen, ja, das ist hier irgendwie doof gelaufen, wir wollen das jetzt hier nicht nochmal alles wegmachen, beziehungsweise wollen diese Textur, diese Felder einfach rückgängig machen von diesem Übergang, dann drücken wir STRG und drücken Alt. Und wenn wir das machen, dann wird das hier eckig, weil STRG löscht das derzeitige Brush, das auf dieser Textur hier, auf diesem Terrain liegt. Und dann können wir mit Alt sagen, dass es eckig ausgeschnitten werden soll. Also STRG sagt löschen, Alt sagt bitte nur in dieser Fläche hier. Weil wenn wir hier einfach nur STRG drücken, dann seht ihr, oh, das hat deutlich mehr weggeschnitten. Das liegt daran, dass bei STRG auch ein Übergang generiert wird zur anderen Fläche, die hier und die hier. Weil wir nicht Alt gedrückt haben, sodass nur diese Fläche definiert wird. So, dementsprechend gibt es hier auch einen Content Browser, den will ich euch hier dran am besten mal vorstellen. Wenn wir auf dieses Show in Content Browser klicken, dann wird sich hier ein neues Fenster öffnen. Und wenn wir hier mal gucken, es gibt deutlich, deutlich mehr Dinge als die, die wir eigentlich hier ansehen wollen. Und wie wir das ändern, weil wir gerade bei Brush Material sind, gehen wir hier links einmal runter auf Terrain Material. Und bei Terrain Material sind alle Materialien, die wir mit Brush Material, also mit dem Brush auf das Terrain platzieren können. Wenn wir gerade irgendwie eine Straße ausgewählt haben, dann gehen wir hier einfach auf Road, falls wir irgendwie gerade bei Item Type Building haben und ein Building gerade bauen wollen und das suchen wollen, gehen wir dementsprechend natürlich auf Building. Wenn ihr das einmal getan habt und den Editor-Ordner nicht löschen solltet etc., dann wird das immer beibehalten. Sprich, wenn ihr ein Building sucht, wird ein Building gesucht, es werden nur Buildings angezeigt. Und das speichert sich das also, ihr müsst es nur einmal anwählen und dann seht ihr auch immer nur das, was ihr eigentlich sehen solltet und was man zum Beispiel mit dem Pluszeichen platzieren kann oder was man mit Brush ausfüllen kann. So, wenn wir hier also einmal auf Asphalt Parking Lot Doppelklick machen, dann seht ihr, wird das hier links auch ausgewählt. Wenn wir das hier also klein machen, können wir hier auch diesen Asphalt hinzufügen. Schließen wir es also wieder mit Escape. Ups, das war nicht Escape. So, dann haben wir das Fenster wieder geschlossen und wir können uns dem nächsten Tool widmen. Ruler. Ruler habe ich ehrlich gesagt noch nie benutzt, aber es könnte hilfreich sein für Leute, die gewisse Abstände einhalten wollen. Und zwar können wir, wenn wir hier Linksklick drücken und dann hier irgendwo anders hinziehen, können wir hier Linien ziehen. Die Linien werden nicht in der Map angezeigt, sie werden wieder verschwinden, sobald ihr Escape drückt. Die Linien berechnen euch nämlich die Distanz, die halt diese ganzen Linien zurücklegen. Hier unten sieht man 85 Meter. Und wenn wir jetzt hier die Linie weiterziehen, sehen wir die Linie, die wir gerade haben, also die Linie, die wir gerade zeichnen wollen, die hat auch nochmal eine Länge und die ist in diesem kleinen Feld daneben mit 31 Metern zum Beispiel hier gerade angegeben. Wenn wir weiter weggehen, dann seht ihr, sind es schon 135. Hier vorne sind es natürlich nur 1 Meter. Wenn wir hier jetzt zum Beispiel einmal das Mausrad klicken, dann wird sich jeweils ein Punkt hier immer entfernen. Dieses Mausrad ist nämlich, das ist ein kleiner Trick, dafür zuständig, dass man zu zum Beispiel einer Straße oder hier einem Building
eins dieser Nupsis hier, wenn ich das einfach mal mache, wenn ich hier einmal Mausrad draufklicke und dieses hier anwähle, dann dupliziert es hier in der Mitte noch so einen Punkt, sodass wir einen neuen Anker haben, an dem wir hier dann die Sache verschieben können. Und ja, das macht dieses Mausrad. Hier bei der Straße könnten wir auch eine weitere Straße in der Mitte hinzufügen. Das können wir machen, falls wir irgendwie gemerkt haben, oh, die Straße ist viel zu lang, ich möchte hier noch was ganz anderes einstellen oder woanders hin verschieben. Dann drücken wir hier hinten einfach auf den roten Punkt oder hier auf den roten Punkt und dann wird in der Mitte bis zum grünen Teil, also bis hier hinten, ein neuer Nupsi erstellt. Das war natürlich gerade ein kleiner Tipp, der nicht unbedingt immer gebraucht wird. Ich werde natürlich auch noch ein Video machen, wo es nur um Tipps und Tricks geht, wo ich euch alles Mögliche von mir erzähle, was ich so an Tipps und Tricks gelernt habe, womit man sich die Arbeit einfacher macht. Kommen wir aber mal zum nächsten Item, das ist Terrain Picker. Terrain Picker und Vegetation Picker habe ich ehrlich gesagt nicht wirklich verstanden. Bei mir macht es nichts, ich habe es auch noch nie gebraucht. Es soll wohl wahrscheinlich das Terrain, also die Art und Weise, wie diese Landschaft hier ist, jetzt in dem Falle ist sie einfach nur gerade, mir herauspicken oder Vegetation, falls irgendwie Bäume wären, Büsche wären, dann sollte mir die rauspicken. Habe ich noch nie gebraucht, beziehungsweise habe ich immer anders, und zwar mit dem P, mit dem Item Properties, nachgeguckt. Das macht bei mir auch nichts, ich weiß nicht, ob das irgendwie was Altes ist oder ob ich damit einfach nicht umgehen kann. Auf jeden Fall sollte es eigentlich einem das jeweilige Terrain oder die jeweilige Vegetation darauf aussuchen. Das nächste ist Scene Preview. Und damit könnt ihr euch, wenn wir jetzt hier auf diese Straße gehen, eine Szene laden, zum Beispiel, dass hier eine Cutscene geladen wird wie Border. Auch hier kann ich mir vorstellen, wofür es genutzt wird. Ich habe es noch nie benutzt. Es erstellt euch halt alle möglichen Szenen, die theoretisch gesehen auftauchen könnten. Habe ich aber wie gesagt noch nie gebraucht. Wüsste ich auch nicht, ob man das unbedingt als normaler Mapper braucht. Wir können es auch einfach wieder unloaden, dann verschwindet es wieder. Ist an sich nicht unbedingt so wichtig. Das nächste ist Traffic Tool. Mit Traffic Tool können wir Speed Limits von Straßen uns hier anzeigen lassen. In dem Falle haben wir jetzt hier kein Schild, das das beeinflusst. Wir werden aber gleich mal eins hinzufügen. Gleichzeitig können wir hier Fahrzeuge spawnen oder Trucks spawnen. Wenn wir jetzt hier auf diese Linie gehen und dann Linksklick drücken, dann wird hier dieses Auto erstellt, das hier lang fährt. Wenn wir hier einmal Truck auswählen, wird hier ein Truck ausgewählt. Das ist super gut, um zu testen, ob irgendwie die Fahrzeuge irgendwas Bestimmtes schneiden, was sie nicht schneiden sollten, ob die da auf der Straße richtig langfahren können oder ob die verschwinden, weil irgendwas nicht verbunden ist, ist auf jeden Fall ein gutes Tool, um die Map zu testen, ohne sie eigentlich zu testen. Also ohne auf Run Map oder im Profil die Map dann auszuwählen und zu spielen. Dann gibt es noch Sign Range und dafür werden wir einmal kurz ein Schild platzieren, also gehen wir bei Item Type auf Sign und dann Plus. Und dann gehen wir mal in den Content Browser, dann sehen wir nur Schilder, gehen wir mal bei Signs hier unten, klappen das mal auf, gehen mal auf Deutsch, warten einmal kurz, dass es lädt. Das kann je nachdem, was für ein PC ihr habt, natürlich ein bisschen länger oder kürzer dauern. Und dann sagen wir mal, wir nehmen eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 100. Schließen das Ganze, haben wir mit einem Doppelklick übrigens angewählt und gehen dann hier rechts und dann einmal hier links rauf, schließen das Ganze wieder, gehen wieder in unser Tool, Traffic Tool und dann gucken wir nach Sign Range. Wie ihr seht, sobald ihr hier drauf geht, wird das Schild angewählt mit Blau wie immer, wie bei allen Objekten und es zeigt euch diese kleine Sphäre und dann seht ihr, ah okay, es beeinflusst diese Straße hier. In dieser Range wird dann halt der Speed auf 100 gesetzt. Wenn wir also auf Speed Limits gehen, dann können wir hier hinten sehen, wenn wir einmal draufklicken mit Linksklick, hier sind 100 und wenn wir hier unten draufklicken, hier gibt es kein Speed Limit. Also sehen wir erfolgreich umgestellt auf 100 km/h für Trucks, aber genauso auch für Autos. Das wäre es soweit vom Traffic Tool. Wir müssen wieder Escape, manchmal auch zweimal Escape drücken,
damit sich alles wieder schließt und wir nichts ausgewählt haben. Kommen wir zum nächsten Tool, das Vertex Tool. Vertex Tool ersetzt halt ein wenig die Bezier Patches. Und zwar seht ihr hier, hier sind eine Menge Flächen. Und zwar die Flächen, die wir auch mit dem Brush Tool beeinflusst haben. Und zwar können wir diese hier verändern. Also wenn wir jetzt hier einmal unten Linksklick drücken auf eine dieser Ecken, dann können wir jetzt hier das verschieben. Und das verschiebt halt das Terrain, beziehungsweise dieser Block von Terrain wird verschoben. Damit können wir einerseits die Brushes noch ein bisschen anpassen, dass es vielleicht hier das Terrain weiterhin so aussieht, wie es aussieht, aber halt diese Asphaltfläche nicht ganz so weit nach rechts geht. So zum Beispiel, dass hier schon der Übergang startet. Das kann man damit machen, man kann aber genauso auch diese Flächen hier weiter nach hinten verschieben, ohne das eigentliche Terrain zu vergrößern. Und damit kann man halt super Flächen ausfüllen, das werdet ihr auch noch sehen. Wie man hier sieht, Vertex Tool hat natürlich auch noch das Problem, dass es das Terrain verändert, ohne andere Sachen damit zu beeinflussen. Es verändert wirklich nur diesen einen Punkt. Und dementsprechend, falls ein neues Terrain anfängt, müssen wir jetzt hier diesen Punkt auch gedrückt halten und hier raufziehen, damit es hier wieder drauf ist und wir hier nicht einen komischen Abstand sehen. Weil, wenn wir das hier verschieben, seht ihr, das andere Terrain geht nicht mit, weil wir wählen hier wirklich einen Terrain-Punkt nur an, ohne die anderen damit zu beeinflussen. Wie gesagt, ist super zum Ausfüllen von Flächen, kann aber auch zu ein paar Problemen führen. Sieht auch nicht immer so super schön aus, damit sollte man nicht unbedingt Landschaften machen, aber zum Ausfüllen von Flächen ist das super geeignet. So, schließen wir das Ganze mal wieder. Dann haben wir hier noch den Content Browser, den haben wir schon geöffnet. Dann haben wir den Weather Editor, also das Wetter können wir einstellen, wenn wir jetzt hier einfach mal verschieben, seht ihr, oh, die Zeit verändert sich. Hier zum Beispiel ist es Abend, dann seht ihr, hier gehen hier die Lichter an. Und die Szene sieht schon ganz anders aus. Damit kann man gucken, ist meine Map gut ausgeleuchtet? Wie sieht es eigentlich nachts aus? Wie sieht es tagsüber aus? Wir können hier natürlich auch noch sagen, dass es regnen soll oder nicht regnen soll. Hier kann man, wie gesagt, eine Menge Sachen einstellen. Beschäftigt man sich meistens nicht so viel mit. Nur mal kurz, bis man das Richtige gefunden hat. Und kann es dann eigentlich auch schon wieder schließen. Dann gibt es hier noch die Settings. Mit diesen Einstellungen habe ich mich leider noch nicht so richtig beschäftigt. Ich wüsste nicht, wofür die unbedingt gut sind im Sinne von meinem normalen Mappen, aber ich glaube, es ist relativ wichtig für Leute, die sehr genau mappen wollen, also irgendwelche Städte nachbauen wollen, irgendwelche Landschaften nachbauen wollen. Die können sich hiermit, glaube ich, die verschiedenen Sachen einstellen, die den Map Editor betreffen. Habe ich, wie gesagt, aber leider noch nie gemacht. Dann gibt es hier noch Find. Mit Find könnt ihr halt diese fehlerhaften Items zum Beispiel finden. Also wenn wir jetzt hier nochmal die Konsole öffnen, dann das Fenster hier verschieben, dann gab es ja hier oben verschiedene Fehler, die jetzt aber schon gar nicht mehr angezeigt werden, weil es soweit so lange her ist. Falls wir hier aber irgendwelche Sachen angezeigt bekommen, die halt einen Item-Index oder einen Node-Index haben, dann können wir den hier einfach eintragen, also 0x und dann irgendwie 1BF, was auch immer. Dann können wir auf Find klicken und dann werden wir zu diesem Item teleportiert und können halt gucken, was damit falsch ist. Dementsprechend müssen wir nicht überall uns die Node-Property angucken und damit vergleichen, sondern können hier einfach auf Find gehen und das finden. Genauso können wir hier eine Stadt anwählen, können auf Find klicken, dann werden wir zu dieser Stadt teleportiert. Das ist also ganz gut. Und Non-Visual Items können wir damit auch suchen. Dann gibt es noch Rotation Step. Rotation Step ist halt zum Beispiel, wenn wir jetzt auf Rotation gehen und dann Shift gedrückt halten, dann können wir das innerhalb von einem 15 Meter Grad hier verschieben. Also 15 Meter wird es jetzt jedes Mal verschoben, wenn wir hier das hoch oder runter machen und nicht, wenn wir hier einfach das ohne Shift drücken, einfach willkürlich, also irgendwie je nachdem, wie stark wir die Maus bewegen, sondern Shift gedrückt halten, um das immer in diesem Wertebereich von plus 15 Grad verschieben zu können. Das nächste ist Gizmo. Wenn wir einmal kurz den Mover hier benutzen, dann sehen wir, ah okay, die Straße ist ein bisschen nach rechts, dementsprechend ist auch dieses Teil ein bisschen nach rechts geschoben worden.
Und wenn wir jetzt Gizmo auf global nehmen, dann seht ihr, das wird einfach nach dem globalen Nullpunkt etc. ausgewählt und orientiert sich nicht mehr an dem eigentlichen Item, das wir haben. Weil wenn wir das Item, die Rotation ändern, rotiert dieses Teil hier auch mit. Außer wir setzen es halt auf global oder wir setzen es auf View. Auf View, dann verschwindet das hintere Blaue nämlich komplett, weil wir das einfach nicht sehen können, weil die View halt sagt, wir verschieben das Objekt so, beziehungsweise das wird uns so angezeigt, wie unsere Kamera gerade ist. Dementsprechend der Pfeil, der eigentlich nach oben Sachen verschiebt, verschiebt nun Sachen nach oben und gleichzeitig schräg. Dementsprechend würde ich immer empfehlen, entweder lokal oder global anzuhaben, weil mit View kann man normalerweise eigentlich nicht richtig mappen. So, das wäre es soweit von den Einstellungen. Es gibt hier noch bei Help, Debug, Tools, Map, View, Edit und so weiter natürlich noch einige andere Dinge, die man verändern kann. Ich habe ja auch noch einige Sachen ausgelassen, was man an den Roads noch verändern kann, dass hier zum Beispiel nicht mehr dieser schwarze Teil ist. Das sind aber einfach Kleinigkeiten, die in diesen Item Properties halt angezeigt werden. Also hier im Sinne von Left Edge und Right Edge, wenn wir die hier verändern. Dann wird hier dieser Übergang gemacht und hier ist kein komischer schwarzer Spalt mehr. Das sind aber alles Kleinigkeiten, um die wir uns später kümmern. Das wäre es auf jeden Fall von diesem ewig langen Video. Falls es immer noch irgendwie Unklarheiten gibt, falls ihr immer noch irgendwas wissen wollt, falls euch irgendwas interessiert, dann schreibt mir gerne in die Kommentare, damit ich weiß, was das nächste Video sein wird, beziehungsweise damit ich noch irgendwas erkläre. Ich denke mal, die anderen Videos werden nicht so lange ausfallen, weiß ich aber nicht. Das Video war jetzt schon wirklich sehr, sehr lange. Ich hoffe, ihr konntet aber auch gut zuhören. Wie gesagt, Fragen gerne unten in die Kommentare. Ansonsten möchte ich euch nicht weiter aufhalten. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann, euer KiliHD.